Moin, willkommen bei Lecker unterwegs. Heute gibt es ein selbstgemachtes Vanilleeis aus dem Dutch-Ofen. Ob das geklappt hat, seht ihr in dem Video. Viel Spaß dabei. Für 4 Personen brauchen wir 500 ml Sahne, 400 Gramm Milchmädchen, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, Schokoflocken und gegebenenfalls 2 Tütchen Sahne steif. Die süße Milch geben wir in eine Schüssel und geben 1 Teelöffel Vanilleextrakt dazu. In einer zweiten Schüssel wird dann die Sahne, gegebenenfalls mit Hilfe von Sahnesteif, steif geschlagen. Die Sahne geben wir dann in die erste Schüssel und heben sie vorsichtig drunter. Je nach Geschmack geben wir noch Schokoflocken dazu und heben diese ebenfalls drunter. Nun wird ein Gefäß, in dem der Dutch-Ofen genügend Platz hat, zum Teil mit Eis gefüllt. Der Topf kommt dann dazu und wird mit Eis umgeben. Dann geben wir Streusalz über das Eis. Dadurch geht beim Schmelzen des Eises die Temperatur noch einmal deutlich nach unten. Sobald der Topf abgekühlt ist, kommt die Masse hinein und wird alle 15 bis 20 Minuten umgerührt. Wie man vielleicht in einer vorherigen Einstellung gesehen hat, ist uns unbemerkt Schmelzwasser in den Topf gelaufen. Dadurch war das Eis leider versalzen, was zur Folge hatte, dass das Eis nicht nur ungenießbar war, sondern auch nicht einfrieren konnte. Somit haben wir nach nun 40 Videos das erste Mal ein Rezept nicht erfolgreich zu Ende bringen können. Zum Glück hatten wir noch fertiges Eis im Gefrierfach. Trotzdem findet ihr das Rezept mit Mengenangaben in der Videobeschreibung. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück als wir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da und schreibt uns einen Kommentar. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, wir versuchen jeden Sonntag ein neues Rezept hochzuladen. Ihr könnt uns kostenlos unter dem Video abonnieren, um nichts zu verpassen. Viel Spaß beim, Nachmachen und bis bald.